Schauen Sie, im Jahre 38 sind ja die jüdischen Organisationen und so auch die Hakoah, die sich rein sportlich betätigte, aufgelassen worden. Als dann nach 45 eine Wiederbelebung erfolgt ist, so war das kein Anknüpfen an die Zeit vor 38, sondern das kann man nur verstehen als einen selbstständigen Abschnitt. War die Hakoah zionistisch nach 45? Nach den Statuten musste die Hakoah zionistisch sein. Aber da man damals nicht mehr den Gedanken der erzwungenen Ausreise in den Vordergrund gestellt hat, war das bestenfalls Gesprächsthema. Ab wann hat denn die Hakoah nicht jüdische Mitglieder gehabt? Vom Anfang an. Ich muss also sagen, dass ich das am besten an der Hand bei Mannschaft in Erinnerung habe. Das war ja doch einer der Gründe dann, warum wir die Handballsektion überhaupt aufgelassen haben, weil der Anteil der Nichtjuden schon größer war wie der jüdischen. Wenn man auf den Platz gekommen ist, mit dem Morgen Tobi, der ist ein Meter 30, da war das schon etwas Komisches für einen Nichtjuden. Wir hatten das einen gehabt bei uns, das war der Trainer. Da ist der Begriff Spielertrainer aufgekommen. Er wurde als Trainer engagiert. Aber das Wichtigste war, dass er gespielt hat. Und der hat sich hineingelegt. Und der war HJ-Meister. Es hat einen einzigen Tag in der Woche gegeben, an dem ich mich erinnere, weil sie mich so direkt fragen, wo wir irgendwie herumgestreut sind in Wien. Das war der Donnerstag. Da hatte keine Sektion irgendeine nennenswerte Aktivität. Die Hakoah hat also praktisch unser Leben bestimmt und ausgefüllt. Meine Frau erzählt mir immer wieder, das war noch bevor wir verheiratet wurden. Sie war dabei, da habe ich auch gut geschossen. Das war es aus der Stellung, die ich damals, also Stellung jetzt, es gibt ja Goalmann, Verteidiger, Halbfreie, Stürmerreihe, war das höchst unwahrscheinlich. Aber ich habe es geschossen. Zu Beginn der Makkabiade sind die Teilnehmer aufmarschiert, wirklich aufmarschiert. Wobei man marschiert nicht vorstellen muss, militärisch, sondern es ist ein Locker, es ist ein Block gewesen. Wir sind mit einem unheimlichen Applaus begrüßt. Ja. Dann waren wir noch mit dem Punktelieferanten. Also wir haben so schlecht gespielt, dass wir für die anderen das, was man in Wien in den Jausen gegner nennt.
Wir sind einen 4x400 Meter Staffel gelaufen. Und in der Mangel eines Besseren bin ich zum Zug gekommen. Und das war im Stadion. Und ich laufe dort und hier war mir anders. Zuschauer rumschreien, hopp auf, hopp auf. Das ist im Zusammenhang immer mit Pferden gewesen. Ich bin daher gestampft. Naja, schauen Sie, um es ganz allgemein zu beantworten, ich bin von Natur aus mit einem kolossalen Bewegungstrieb ausgestattet. Und für mich war Sport wirklich die Vollendung. Und so war es dann der Hakoah, dort habe ich die Möglichkeit gehabt.